Wir haben es im Stream schon gespielt, aber ich mache jetzt nochmal ein extra Video für diejenigen, die den Stream nicht gesehen haben und da jetzt auch nicht die ganze Zeit reingucken wollen, kann ich auch verstehen, machen wir hier einfach noch eine schnelle Videozusammenfassung. Wir haben das 7032 Doppelrohrpanzer, ich bin komplett überrumpelt worden, ich habe wirklich nicht mehr dran geglaubt, weil, ja, die wurden 2018 oder 2019 das erste Mal angekündigt, dann gab es verstreut um mal ein paar Infos. Und dann gab es nie wieder was, die letzten 2 Jahre. Und man hat sie eigentlich schon für tot geglaubt. Jetzt sind sie doch gekommen mit Verschiebung der Season. Für alle, die sich jetzt auch wundern, was mit der Season ist, vielleicht werden es die meisten auch schon mitgekriegt haben, die Season wurde 2 Wochen verschoben und wir wissen, oder zumindest die meisten, wer sich das gerne merkt, muss man sich nicht merken, für diejenigen sage ich es jetzt, wenn eine neue Reihe eingeführt wird, kommt immer erst der Premium, ist auf PC auch so, und 2 Wochen später kommt dann der Tech Tree rein. Deswegen wird die Season verschoben worden sein, denke ich mir mal, ist eigentlich so der schlüssigste Punkt mit. Und in 2 Wochen wird dann der Tech Tree mit der neuen Season reinkommen. Im Ladebildschirm habt ihr auch einen Doppelrohrpanzer der Amis schon drin, das ist der TS-54, den haben wir im Stream auch schon entschlüsselt. Ich denke, entweder ist er im großen Pass drin oder als Season-Belohnung wieder. Obwohl im großen Pass meistens immer, also in dem sofortigen Pass, ein 10er drin ist. Also ich denke mal, da wird die Season-Belohnung sein, der Ami-Doppelrohr. Ja, kurz zur Reihe. Will ich euch hier fix hier mitnehmen. Der wird ab der IS losgehen. Und dann kommt die IS-2-2 auf Stufe 8. Dann die IS-3-2 auf Stufe 9 und der ST-2. Ich denke mal, die Reihe wird sich hier zwischen 430U und 705 einordnen, weil hier eigentlich der naheste Platz noch wäre, weil hier unten, ansonsten müsste man halt hier zwischen ISM und IS3 dann noch Platz machen und nach oben hier ist halt noch genügend Raum, dass man das dann wahrscheinlich nach oben verschiebt. Ja. 7032 haben wir schon ordentlich im Stream getestet, absolut brutales Ding wirklich, für Stufe 8 ein absolut geiler Heavy. Er ist schon für seine Stufe, wenn er nur Stufe 8 zieht, ist er schon eine ekelhafte Sau, muss ich sagen. Also er ist schon wirklich gemein. Was Panzerung angeht, was Feuerkraft angeht. Er ist schon richtig böse, das Teil. Gucken wir uns die Panzerung an. Wir haben 230 Kanonenblende, 220 dann rechts und links davon. 190 die Turmfront an den inneren Seiten, 180 die äußeren Seiten mit einem Winkel. Wir sehen schon nach hinten geneigt, also da kann man mit arbeiten. 170 hier, ja, das ist dann hier alles nur klein gewürfelt. Das ist hier 140 Oberwanne mit einem guten Winkel. Auf jeden Fall, damit lässt sich wirklich arbeiten. So, dann haben wir hier noch die Unterwanne, war glaube ich 90, genau, Unterwanne 90, aber auch mit einem spitzen Winkel. Die Seiten hier nach unten Richtung Boden gewinkelt, wie man es kennt von den Russen. Davor noch Shotplate oder Spaced Armor, ich glaube, was haben wir da? 16 mm nochmal, also auch richtig gemein auf Stufe 8. Ja, eigentlich nichts anderes als eine IS-3. Oder eine IS-3 Premium Version mit 2 Rohren. Wo ich den Panzer gesehen habe, ist mir als erstes der hier in den Sinn mitgekommen, weil die ja wirklich fast identisch sind. Wartet, hier. Er hat auch keine Pike Nose, er hat auch eine glatte Oberwanne. Sieht eigentlich fast gleich aus. Ja, nur dass der hier halt einen etwas breiteren Turm hat, wegen 2 Läufen. Kann man jetzt mitarbeiten. Ist jetzt nicht ganz hässlich auch zum Skin. Da haben wir schon schlimmere gehabt. Schön in Schwarz gehalten, klassisch. Ja, mit diesem Mund und den Augen. Kann man drüber hinwegsehen. Aber ansonsten auf jeden Fall nicht hässlich. So, die Stats. 38 vorwärts, 15 rückwärts, 11,5 PS pro Tonne. Ja, er ist nicht ganz langsam, aber er ist auch nicht der mobilste, ist halt ein klassischer Heavy. Wir haben hier eine Erkennbarkeit in der Bewegung von 423, eine Sichtweite von 426. Das liegt jetzt daran, dass ich noch die Optiken vom Stream drin habe. Man könnte jetzt, da kommen wir gleich zu, auch den Richtantrieb einbauen, einfach um die Zielerfassung noch mal ein bisschen schneller zu machen, weil die auch ein bisschen
ja, nicht so toll ist. Sagen wir es so. Wir haben 18 Grad nach oben, 5 Grad nach unten, Richtwinkel. Wir haben einen Reload von 10,8, also knappe 11 Sekunden für einen Schuss, was ich vollkommen okay finde für den Doppelrohr. Wirklich vollkommen okay, da kann man nicht meckern. Wir haben eine Genauigkeit von 0,35 und hier, das ist eben das Zielerfassung von 3,16. Mit dem Richtantrieb kommen wir auf 2,7, heißt 0,4 besser. Und die Zielerfassung ist schon manchmal auch wichtig. Wir haben APCR und Heat. Wir haben pro Kanone 20 Schuss dabei, also 40 insgesamt. Das ist schon eine Ansage. Ja, wir kommen auf eine DPM von 2100. Das ist jetzt nicht dolle, aber man kann damit arbeiten. Und ich finde den Reload auch vollkommen okay für den Panzer. Das ist auch die typische Premium IS-3 Kanone, also mit den 221 Pennen und 270 auf der Premium. 221 auf der APCR, 270 auf der Heat, 93 Alpha. Wir haben auch eine HE dabei. Werdet ihr bei mir aber wie üblich nicht sehen. Die APCR mit 1150, ja, geht noch. Heat mit 820, halt auch wieder extrem langsam. Ja. Und die andere Kanone ist identisch dazu, also es werden halt, es wird wie eine Doppelkanone, eigentlich hätte es auch gereicht, wenn man nur eine eingeblendet hätte, weil sie dieselben Stats hätten. Man sieht es aber doppelt. Ja, ich werde den Richtantrieb jetzt hier gleich, oh, warte, das können wir jetzt gleich noch mitmachen. Oder lass die Optiken drin, ah, das ist halt wieder das Problem, wenn du dann blind bist, ne, wir hatten es im Stream probiert, es ist halt aber, ja, wir lassen die Optiken mal noch drin. Vielleicht komme ich mit 3,16 auch zurecht. Dann könnt ihr für euch selber entscheiden. Aber ansonsten, wenn es mich stört, dann werde ich das nochmal in einer zweiten Runde ausbauen. Ja, mein Loadout hier 12 APCR auf beiden und 8 Heat dabei. Stabil, Lüftung, Optiken. Er kann keinen Ansetzer verbauen. Ist wie mit einem Autoloader verhalten. Wegen dem Doppelrohr. Finde ich aber vollkommen okay. Da bin ich vollkommen fein mit. Weil das sonst wirklich krass brutal wäre. Ja, Medikit, Rapkit, Rationen und die Mannschaft, ja, hat es nötig, eigentlich drauf, Waffenbrüder, Sechser sind. Nachladen und Genauigkeit, die zwei wichtigen Perks noch. Als nächstes wird noch Reparatur drauf kommen, deswegen der Besatzungsbooster hier. Ja, das mal kurz überflogen. Alles Stats und Infos, die ich jetzt so gerade weiß. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt in die erste Runde rein. So, Freunde. Wir sind in der ersten Runde. Top-Tier-Lobby, Shiggy ist mit an Bord. Und werden typisch erstmal in die Heavy Ecke fahren, falls du überhaupt noch weißt, wo das ist. Das glaube ich dir. Ja. Falls du nicht weißt, wie du mit dem Doppelrohr, also gleichzeitig schießen kannst, Steuerkreuz links. Ja. Dann siehst du ja diese gelben Pfeile. Und der gelbe Pfeil, wo halt, also wo der gelbe Pfeil drunter ist, so erklärt. Ja. Die Kanone schießt oder halt dann beide. Aber wie gesagt, wenn du beide schießt, hast du halt den DBM-Verlust, weil erst eine nach der anderen nachlädt und du hast ja, glaub, 11 Sekunden knapp, also 10,8 für einen. Oh. Ich schwöre dir, ich werde so oft die Ration benutzen, reparieren, obwohl es überhaupt nicht nötig ist, Digga, weil die Knöpfe in Water da 100% anders sind. Das wird mich richtig fertig machen. Das könnte sein, ja. Reaper Scythe, Digga, seit wann ist denn bitteschön eine fucking Sense allein unterwegs? Ich sag dir mal nur, das ist ein 430 Uhr auf Stufe 8. So, aber Kuckuck. Yo, Digga, kriege ich direkt erst einmal die Kondorschelle von der Arti noch mit rein, dafür, dass ich beide abgedrückt habe auf den Dreadnought. Ach, come on, ey, diese Arti, was soll denn das? Steht hier so ein Kiga oder was? Im Weg.
Ich weiß halt nicht, wo der andere Aufsteiger ist. Der müsste eigentlich links von dir sein. Ja. Ja. Also, ja. Guten Tag. Immer mit dem. Guten Tag. Es ist halt krass, wenn du dann beide nacheinander ab. Oh, Alter, hinter dir. Kriegst du das da hinter dir geregelt? Ja, so ungefähr. Oh, Alter, also das wird ja auch nicht mit Gegnern. Hast du auch noch? Ja, wir haben hier, glaube ich. Ja, nee, das ist vorbei. Das ist vorbei. Alter. Ja, ich meine, das Team hätte ja auch mal helfen können, ne? Oder danke. Ja, Arti, ja, ich tu. 36 Punkte ein. Mach mich spitz. Ja, diese Teams hier, die sind da auch wirklich. Was? Ich track ihn nur was. Ich nehme ich noch mit, Alter. Ja. Ganz klar unser Versagen auf jeden Fall, hat man da gesehen. Das lag nicht am Team. Auf keineswegs. Wolltest du wenigstens ein bisschen was machen? Ja. Bist du gerade gekommen, Alter? Ich bin gerade gekommen, ja. Ja, das war nix. Also ich habe keinen Schaden gemacht, ich habe kritische Treffer gemacht. Oh, what the fuck. In War Thunder wäre es geil, hier ist scheiße. Okay. Ein Wort, dann hätte ich noch 6 andere Panzer, damit ich spawnen würde, Digga. Ne? Aber ich will jetzt hier nicht WOT badmouthen, ja, hier übelste frische Jugendsprache am Bouncen. Nee, War Thunder ist das schon angenehmer, wirklich. Jetzt will ich den dreckigen, den ich gekillt hat, nochmal mitnehmen oder so zum Schluss. Man weiß, wo ungefähr ist. Aber das hier. Da gehe ich mal back into the Garage. Ja. Wollte gerade sagen, das wird hier eh nicht mehr lange dauern. Da warten wir gleich für die nächste Runde. Ja, wir sind in der zweiten Runde top optimistisch gestimmt mit der Map schon. Also ich mag die Map halt gar nicht. Ja, kannst schon halt, ehrlich sein. Wir haben halt auch eine scheiß 10 Lobby. Das ist jetzt Take 543. Ja. So lange halte ich Tanks nicht mehr durch, Digga, das kannst du nicht machen. Da prostituiere ich mich selber noch lieber vorher, bevor ich so lange Tanks. Extra für das Ding nochmal schön runterladen und wir reden. Nein! Du wirst hier einfach verhindern, das wird zu Junge. Ich würde. Komm wieder hoch? Ach, keine Ahnung, ich weiß immer noch nicht, wie ich die mehr spielen soll, ich mag die einfach nicht. Ich würde gerne den nächsten Gang halten, Junge. Ja, nee, also ich glaube, der hat nur 2. Eigentlich können wir gleich hier hochfahren, schießen ein paar Mal. Hier sind wir und dann können wir auch gleich wieder in die nächste Runde stoppen. Kann auch sein, dass wir jetzt hier komplett alles auseinanderreißen, das ist auch möglich, aber unwahrscheinlich. Wir lassen uns mal überraschen. Wir sind Load hier, also sind wir nur der Supporter in der Rolle. Wenn ich hier schon wieder die Schützen an sich gehe, Junge, ich fühle mich, als wäre ich Peter Griffin mit diesem Doppelkinn, Junge, wirklich. Direkt 2 dicke Dinge an meinem langen Leben. Das ist geil. Guck mal, da ist ein STG, das ist ein Gegner für uns, das ist. Ach, scheiße, da kommen wir aber nicht ran. Los! Charge! Oh, da ist ein KV-4, das ist auch noch ein Gegner für uns. Da hinten ist CS-53. Hier war ein Earthshaker. Der E3. Okay. Oh, Bruder, fahr mal hoch. Guck mal, wo der E3 ist. Ich hab zwei andere Fahrzeuge gefunden, die sogar möglich wären, Junge. Eins. Oh ja. Hast du den getroffen? Ja. Einmal einen getroffen. Schmackofatz.
Nein, fahr doch nicht dahinter. LOL. Alles klar. Ich wollte gerade mit beiden drauf schießen. Ja, ja, ich war da. Hey, übrigens ein Jagd, der Bock. Ich guck mal kurz, ob ich hier auf den TNH komme. Ich habe nicht genug Gandhi-Preschen. Ich bin gerade auch am probieren, aber es sieht auch schlecht aus. Philipp Deiten kommt 2685. Ja, du Digga, da ist auch ein Afra. Ja, 414. Knie nieder. Okay. So, wie geht's dir so? Alles easy peasy. Ich hab, der Jagd, der hat den Afra getroffen. Ich hab dem Afra halt zwei Schüsse gedrückt. Einer ist angekommen, andere nicht. Ja, wenn du beide Rohre schießt, musst du auch aufpassen. Dann ist das Ziel zentral. Also, wenn du eine Deckung davor hast oder so vor dem einen Lauf, dann trifft die nicht richtig. Ja, hab ich mir auf halbem Platz gedacht. Da kommt gerade was hoch hinter mir, ich habe Angst. Oh, what the fuck, Alter, da kam nichts hoch, Digga. Oh, da unten ist der E4! Alter, was ist denn das hier für ein Matchmaking, Junge? Wie fahren die denn? Lass nicht vergessen, das sind bloß 2685 gegenüber. Ja, das darfst du nicht ausblenden. Der hat schon das sehen sie doch aus, wie ich aussehe. Da ist ja die IS-4, da drüben ist eigentlich noch ein Gegner, den ich eher sehen will. Oh, Was mit beiden gerade? Oh ja. Das ist schon hart, ne? Ins Gesicht, Junge. Und du bist ein Achter, das ist schon. Das ist schon heftig. Das ist Schmackofatz gewesen, sag ich hier, das war. Der wird. HMH hat gerade PT gemacht, Digga, was ist denn hier los? Ach du Scheiße. Ich bin offen. Was für rum? Lad. Boah, ich hab den E4 beide drücken können. E3, sorry. Kann 2685 durch, schießt von drüben noch her. Oh, der E4 hat auch gerade Schmackofatz was abgekriegt. Ey, V, hau ab. Ich will hier keinen Arti-Magneten nehmen, haben, danke. Ja, das. Oh, Alter, das 68,5 hinter dir ist aber richtig salty, Junge. Der hat richtig Bock hier rein zu snipen. Der steht schon die ganze Zeit auf mich, der hat eben gerade auch verschossen. Gott sei Dank, ey. Alter, wir haben ja halt doch niemanden, der ihn aufmacht, ne? Das ist halt das Problem. Ja. Doch, jetzt, sie sind offen. Oh, ja, der 4005, jetzt komm, drück ab. Dann brauche ich das nicht machen. Gelöscht. Oh. Das okay. Nein. Okay. Was? 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 Noch. Was ist der Typ? Der steht da hinten, ja, wo du hin aimst irgendwie. Hm. Scheiße, Schicki. Ja, alle Augen sind auf dich gerichtet jetzt, streng dich an. Ja, hat er schon über 2000 kombiniert, dafür, dass Shiggy lange nicht mehr WOT gespielt hat. Geht schon. Denk dran, der Afre lebt noch da hinten. Lass mich doch in Ruhe. Der E3 ist one, der TVP outspottet dich, wenn du da halt lang fährst, ich weiß halt nicht. Du bist nämlich auch der Erste, der da vorne ist, die gucken alle nach hinten, ja. Dann zieh ich jetzt nach rechts rein sofort. Wicher. Denk an den E3. Die Arti. Ich hab die. Dreh hier. Ich bin bereit für alles, was kommt, Junge. Junge, wie du da hängst mit deinen hinteren Ketten. Digga, ich bin schwarz, ich bin mitten im Busch und man könnte denken, ich bin einfach.
Du bist der Busch. Ich bin einfach der Ninja, Junge. Ich wurde ausgebildet vom Shifu-Meister, was auch immer, Junge. Also. Bitte! Na, ach, Daddy! Daddy, nein! Daddy, nein! Du kannst ja doch keine mehr fangen. Daddy, nein. Du könntest es provozieren mit Bouncen. Würde ich nicht gegen den E3 nein auf. Hallo? Mein Side-Booty an, Junge. Ich weiß nicht, ob du gerade überwinkelst halt. Nee, eigentlich nicht. Also das wäre der perfekte Weg. Ich kann mich amüsieren hier. Ja, aber du dürftest eigentlich nur deine Ketten sehen. Wenn du den Schuss baiten könntest, hättest du ja die... Also hast du Heat drin? Ja. Oh, das ist zu spitz. Oh, das oh, der hat! Oh. Ja. Ah, du kommst nicht mehr in die Unterwanne ran, ne? Nee. Oh, das wird jetzt richtig ass. Ja, du antäuschen. Nicht runterfahren, aber. Sonst kommst du nie wieder hoch. Ich glaube, ich werde jetzt mal auf Einzel umschalten. Wenn er auf dich pushen muss, siehst du aber eh die Unterwanne. Dann hast du einen Safe. Ich glaube, er ist weggedreht. Er guckt auf den Heavy auf der anderen Seite. Oder? Kann er nicht so weit um die Ecke? Nee, er guckt zu dir noch. Er hat noch nicht. Das war der Jagd. Jetzt hat er. Nein. Ach, Dreck hier. Jetzt muss ich hier vorne ran. Wegen der Arti. Ja. Ich wollte auf dem Open Field, ja. Ich sehe es. Ah, du müsstest durch die Stadt vielleicht irgendwie die Deckung nutzen, um den Abstand zu verringern. Oder du wartest, dass jemand die spottet. Oh, der ist One-Shot. Du hast Heat noch drin, ne? Was verkackt? Ja. Mit APC wäre er vielleicht schneller gewesen. Ich habe nur Heats drin, leider. Aber das ist auch überhaupt nicht schlimm. Ich glaube, der. Nice, schön. Boah, hier, Shiggy macht hier kurz mal den Carry noch. RWRT bewährt sich immer, ja. RT ist offen, da unten. Muss halt aufpassen wegen den Mediums noch, ne? Okay, Arti hat sie erledigt. Vor dir ist auch der 121, der ist auf AFK unten. Also, will ich mal ein bisschen. Mach gleich beide rein. Drin. Hab ich schon. So, ne, weil ich nur einen ferngezickt krieg irgendwie. Boah, Digga. Okay, also ich habe jetzt eigentlich auch den Turm. Frontal. Mit Heat. Das war recht Orange, würde ich jetzt behaupten. Ist gut. Mach die geh jetzt nochmal da drauf. Na, okay. Danke, dass es jetzt geht. Oh, Hammerick. Alles klar. Wo ist der Turm hin? Guck dir das Feuer an. In das Lagerfeuer lieb. Ja, schön gecarried auf jeden Fall von deiner Runde. 2-7 gemacht. Ja, ich würde behaupten, das war auch schlecht. Aber dafür ist es jetzt. Aber. Ja, du bist ja doch ein 8er und 10er gewesen, ne? Also darf man nicht vergessen. Gut gespielt auf jeden Fall. Ja, Jagd gegen 4500 und so. Richtig hart carried. Ja. Ich würde sagen, wir machen noch eine dritte Runde. Ja. So, jetzt sind in der dritten Runde Himmelsdorf. Top-Tier-Lobby, Standard-Gefecht. Wir werden natürlich klassisch auf den Hügel fahren mit den Heavies. So wie es sich gehört. Mit der Pressure auf jeden Fall, Digga. Man muss ja auf jeden Fall auch, wie die Meter sich verhalten hier. Nein, ja. Spaß machen wir nicht, Alter. Wir fangen ja gar nicht auf. Wieso nicht? An. Ich werde jetzt zwei hochfahren, ne? Och Mensch, AT, ich. Och Mensch, Flip. Ist denn nur mit euch? Bieg doch hier rechts. Was ist mit dir? Halt doch nicht auf. Ja, der hinter dir macht ja auch keinen Platz. Ich hasse Menschen wirklich.
Der fährt jetzt nicht ernsthaft mit seinem AT-15 den Hügel hoch. Ja, müsstest du eigentlich gleich fragen, ob er irgendeinen geistigen Schaden hat. Alter, wie steht denn der Earthshaker hier? Der ist gerade ein bisschen erschreckt gefühlt. Junge, was ist denn seine Mission, Alter? Oh, der ist von uns auch Bock. Junge, was ist denn hier los, Alter? Warum sind die so aggressive? Ja, lol, der IS-3 pennt mich, Alter. Okay. Entspannt ein bisschen. Gegen die IS-3 ist ja aber gerade ein bisschen eklig. Ja. Der T29, ich glaube, der hat sich aber in seiner Lobby hier auch ein bisschen überschätzt. Ja gut, also ich weiß auch nicht, was er erwartet hat. Unterwanne vom Mauerbrecher geht auch mit APCR klar. Ja, mit Heat überhaupt nicht. Ich habe Doppelrohrschuss gedrückt, nichts passiert. Ich fahr mal nach vorne. Ja, uns selber jetzt hier halt zu machen ist, das ist ein bisschen ass jetzt, den Typen. Okay, einen Schuss habe ich schon mal gebounced. Ich bin aufgefallen. Okay, ist raus. Alter, wie viele die auf dem Hügel haben noch, ey. Ich, boah. Die Frage ist, ja, ich glaube, ich gucke mal hoch. Wir können nichts anderes machen, wir können jetzt hier unten rumgammeln, das geht nicht. Doch schon, weil die Schaschka da hinten ja auch noch ist. Nein, ich krieg den Schuss nicht durchgeladen. Oh. Ja, wenn die jetzt da oben aber gleich durchdrücken. Ich muss es probieren. Ja, schon. Oh, Astronix, Bounce, der Doppelschuss. Er hat auch 7 Scandi Pressure, Junge. Der Astron, ja. Er dürfte eigentlich nicht viel aushalten. Oh, hier ist ein Frack. Okay. Aber ich versuche mal die Base zu deffen. Dave Bass und so, ist schon. Boah, 723 ins Gesicht. Ja, Schaschka, wo schießt da? Die schießt gar nicht mehr. Mann, jetzt sterben die da alle weg, oder was? Wo hinter dir, Alter? Ja. Das ist halt die Schaschka, ne? Das ist ja schon ein bisschen älter. Ja, und ich bin so flach, Alter. Ich komme von hier echt nicht ran auf die Scheiße. Jetzt hast du halt echt da alle bei dir. Ich krieg ne Macke, ey. Kannst du dich ganz runter droppen lassen? Okay. Ich würde gerne smoken, muss ich ehrlich sagen. Bist du nicht in Warfunder? Oh nein, er einrollt mich. 2100 gepostet, ne? So. Also, 2-2 gemacht. Da krieg ich jetzt nicht mehr viel ab. Komplette Fehlentscheidung da auf die Gleise zu fahren, dachte halt, ich krieg die 2000 Schaden gemacht, das ist vollkommen in Ordnung, ja. Ja, für so eine Lobby, da wäre noch locker mehr drin gewesen, muss ich ehrlich sagen. Oh, ich komm runter. Nee, nee. Doch, die ist die Folge. Ja, aber... Help! Ja,
Also ich muss halt immer wieder sagen, das ist halt, also ich glaube auf seiner Stufe selber nur gegen Achter ist der schon ein bisschen stark. Ja, ich würde mir das jetzt okay behaupten, ich finde es ein bisschen schlimm, dass ich nicht hintereinander die Schritte machen kann, sondern ich wählen muss zwischen 5 Sekunden warten oder 3 Jahre warten. Also ich glaube, das ist vollkommen okay. Das wäre sonst ein bisschen zu krass. Ich hätte gern ein Auto da drin. Okay, lassen wir das. Ja, Freunde, Sophie auf jeden Fall zum 7032. Ich denke mal, man hat ganz gut gesehen, was das Ding kann und wie stark der wirklich nochmal ist. Ja, wir müssen abwarten, was der Tech Tree dann zeigt in 2 Wochen, wenn die Season beginnt. Aber das Ding ist schon wirklich sehr stark, auf jeden Fall. Das kann man nicht anders sagen. Funktioniert ganz gut. Ja, vielen Dank, Shiggy, dass du mitgemacht hast. Kein Problem. Wenn ihr mehr von Shiggy sehen wollt, geht auf seinen Twitch-Kanal. Den werde ich euch mit unten verlinken. Da wird, denke ich mal, nur War Thunder-Content kommen, oder? Nicht hauptsächlich. In letzter Zeit auch ab und zu mal ein bisschen COD. Mal ein bisschen POT. So, also ein bisschen Abwechslung da. Alles Mögliche, könnte man sagen, ja. Ja, Freunde. Dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten. Reingehauen. Tschüssi!